Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Ein Jahr, ein Schuh. Mehr als zwölf Monate sind rum. Ich habe jetzt das komplette Jahr 2018 meine Red Wings getragen, die Mock Toes, das habt ihr in den letzten Filmen gesehen. Bevor ich mit einem Fazit ende, zeige ich euch erstmal die Schuhe, wie sie jetzt aussehen nach diesem einen Jahr. Und dafür fahre ich hoch auf den Berg im Wald, um ihn für euch zu filmen. Seit einem Jahr gehe ich jetzt diesen Berg hoch, um meine Red Wings zu filmen. Denn da oben sind ein paar Steine, da habe ich mir im Januar 2018 diesen Stein ausgesucht. Das sieht so ungefähr so aus. Und hier sind einige Steine. Ich muss mal gucken, wo der ist und wie ich da hinkomme. Ich mal filmen. Und der Hund läuft auch. Micky, komm! Hier liegen ziemlich viele Äste rum. Aber vor einem Jahr war hier alles noch voll mit Schnee. Wo sind denn die Steine? Hier, genau hier. Nicht dran pinkeln. Das wäre es noch, wenn er dran pinkeln würde. Das ist der Stein. Jetzt werde ich erstmal meinen Hund kurz an den Baum binden und dann die Red Wings filmen, die ich ein Jahr lang getragen habe. Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht ist es sogar schön, wenn ich euch nicht nur zeige, wie die Schuhe jetzt aussehen nach einem Jahr, sondern sogar nochmal einen kleinen Rückblick mache und das zu einem kleinen Film zusammenschneide. Die Entwicklung von den letzten 12 Monaten hier an diesem Stein. Wahnsinn, was für eine Patina die Red Wings bekommen haben in den 12 Monaten. Ich bin echt begeistert. Ja, kommen wir jetzt zu meinem Fazit. 12 Monate Red Wings. Also, wenn ihr euch einen Mock Toe holt, am Anfang ist der wirklich noch fest und hart. Und man kann sich vielleicht mal eine Blase laufen. Aber schon nach 1-2 Wochen oder so und über die Monate wird der butterweich. Das Leder wird, das ist wie, tatsächlich wie ein Turnschuh. Das ist wie eine zweite Haut, wenn man reinschlüpft. Das ist ein bisschen so wie bei den Brooks Fahrradsatteln, die ihr kennt. Fahrradsattel. Wie beim Brooks Fahrradsattel, der ja auch steinhart ist aus Leder und am Schluss passt er sich eurem Po extrem an. Und das ist mit dem Fuß hier genauso. Also da kommt kein Turnschuh dran. Dann, was ich auch noch gelernt habe in dem Jahr, ist, am Anfang habe ich die Mock Toes irgendwie alle 4 Wochen gereinigt und Minköl drauf geschmiert. Das ist auf keinen Fall gut, weil das macht das Leder viel zu weich. Alle 5-6 Monate reicht Dicke, kommt natürlich auch an, wie ihr die Schuhe beansprucht. Aber je mehr Minköl und je die Einöl, desto dunkler werden die Schuhe auch, außer ihr wollt sie dunkel haben. Aber wie gesagt, alle 6 Monate reicht Dicke. Was ich dann auch noch gemerkt habe, was wichtig ist, weil ich habe mir eine Blase gelaufen, nicht zu dünne Söckchen anziehen. Zieht dicke Socken an, damit ihr einen guten Stand im Schuh habt, damit das nicht so an der Haut reibt, das Leder, und achtet darauf,
dass die Socken keine Löcher haben. Ihr könnt in Situationen kommen, wo man das sieht. Was ich in dem einen Jahr auch noch gelernt habe, war, wie ich nach Berlin geflogen bin zur Aufnahme. Beim Check-in am Frankfurter Flughafen musste ich tatsächlich meine Red Wings ausziehen, weil der Scan nicht durch die Schuhe, durch das dicke Leder kam. Die mussten dann extra durchs Band geschoben werden. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für die Qualität, dass es nichts durchlässt. Kein Wasser und auch kein Scan. Was ich euch noch empfehlen kann, ist, wenn eure Schuhe dann wirklich weit geworden seid und ihr da drin rumschwimmt, Einlegesohlen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel solche Filz Winter-Einlegesohlen reingelegt. Dadurch kommt ihr im Fuß höher und ihr habt wieder einen richtig guten Stand. Welche ich liebe, sind diese Red Wings Red Wing Leder-Einlegesohlen. Die sind nur im Vergleich, vielleicht die Hälfte. So könnt ihr wirklich es genau anpassen. Geht einfach in den Laden, probiert es aus. Das ist das Beste. Und die geben euch dann immer die Sohle, zieht eure Red Wing an und testet es aus. Also die hier liebe ich sehr. Aber diese Wintereinlegesohle hat mich viel Geld gekostet, weil die kostet normalerweise 29 Euro. 30 Euro. Aber mich kam sie viel teurer zu stehen. Ja, das hatte gute Gründe. Ja, was hat das mit der Einlegesohle auf sich? Meine Red Wings sind über das Jahr sehr, sehr weit geworden. Das Leder ist weicher geworden. Auch durch das Mink Oil wird das Leder sehr weich. Und ich dachte, ich muss einen besseren Stand in meinem Fuß haben. Also bin ich nach Darmstadt schnell gefahren, habe mir dort Einlegesohlen gekauft. Ich dachte, das ist eine schnelle Angelegenheit, aber leider stand dort im Regal ein Mokto in dem braunen Oro Legacy Leder, was keine Rotfärbung hat, was ich eigentlich ursprünglich wollte, wie ich mir das im Jahr 2017, 18 meinen Schuh gekauft habe. Und deswegen musste ich mir leider meinen vierten Mokto kaufen. Und jetzt ist meine Sammlung komplett und ich habe jetzt alle Farben raus. Zu guter Letzt möchte ich meine geliebten Mocktows noch die letzte Ehre erweisen. Also es ist die letzte Ehre, aber ein kleines Wellnessprogramm. Ich habe sie jetzt seit 4 Monaten nicht mehr gewaschen, gereinigt, gepflegt, geölt. Und das werde ich jetzt nachholen und dann seht ihr mal den direkten Unterschied. Thank you.
Dann habe ich noch was gelernt, wusste ich auch nicht. In der Zunge von den Schuhen, hier drin, steht das Datum, wann dieser Schuh hergestellt wurde. Zum Beispiel steht hier 9/17. Also der ist September 2017 gemacht worden. Der hier zum Beispiel steht jetzt 02/18. Also Februar 2018. Hier könnt ihr mal erkennen, aus welchem Jahr der Schuh kommt. Und das war die letzte Folge. Wir sind am Ende. Vielen Dank, dass ihr mir gefolgt seid, dass ihr euch die Filme angeguckt habt. Wenn ihr neu dabei seid, abonniert doch meinen Kanal oder liked dieses Video, würde mich super freuen. Guckt euch die verschiedenen Folgen an. Und vielleicht, nicht nur vielleicht, ich werde bestimmt in einem Jahr oder zwei Jahren bestimmt nochmal neue Filme machen zu diesem Thema, um zu zeigen, wie sehen denn meine Mocktours nach 3 Jahren aus. Aber jetzt ist vorerst mit dieser Serie erstmal Schluss. Bin selbst ein bisschen traurig, aber jetzt werde ich meine neuen Schuhe alle anziehen, meine neuen Mocktours. Und wünsche euch ein gutes Laufen in euren Red Wings und hoffentlich auf ganz bald. Bis dann. Tschüss.